Wir sind hier in der Kavalleriestraße 18. Das ist für einen Aufenthalt für Menschen in besonderen Lebenslagen. Und von hier aus werden wir in den Aufenthaltsraum gehen, wo man sich was zum Frühstück holen kann oder zum Mittagessen. Drogen und harter Alkohol sind in der Tagesstätte tabu. Im Aufenthaltsraum erinnern Fotos an verstorbene Weggefährten, die letztlich Opfer ihrer Situation wurden. Hier treffen wir die Ärztin Barbara Kroll. Mit der Sozialarbeiterin wird morgendlich die Lage sondiert. Barbara Kroll ist eine wichtige Ansprechpartnerin für die Besucher der KAVA, denn für viele ist sie der einzige Arzt, den sie aufsuchen. Manchmal auch nur, um ein paar Worte zu wechseln, dann wieder, weil es längst Zeit ist. Ich freue mich auch, dich endlich mal zu sehen. Ich habe ja schon ein paar Mal. Wenn jemand sagt, er kommt von mir, dann sind die tendenziell eh schon immer ein bisschen freundlicher gestimmt, weil sie wissen, es geht halt um Sucht. Dafür habe ich halt gesorgt, so, indem wir vorher so Absprachen getroffen haben. Barbara Kroll ist beliebt bei den Menschen in besonderen Lebenslagen. Ihre unverkrampfte Art und ihr stets offenes Ohr für die Probleme ihrer Patienten schaffen Vertrauen. Nebenan herrscht Freizeitstimmung. Dort steht nämlich ein Billardtisch. Dieser Raum dient auch als Fernsehzimmer und für die Nutzung des Internets. Jetzt herrscht natürlich absolute Ruhe. Konzentration ist angesagt. Jetzt geht's runter im Keller, wo wir einmal hier ärztliche Versorgung haben. Die kommen einmal die Woche mittwochs. Die Tabletten holst du ab aus der Apotheke und bringst mir die Tabletten. Ja. Und ich mache immer jede Woche mache ich die voll. Und gegen die Schmerzen kriegt jetzt auch noch was. Halt. Du wolltest ja noch was gegen die Schmerzen haben. Das sind gegen die Schmerzen hier. Was sagt Barbara Kroll über ihre Arbeit? Ich arbeite halt nicht nur isoliert und verteile Tabletten, sondern ich kann an die Beratungsstelle weitervermitteln, in den Suchtbereich. Ich habe Verbindung zu ProWerk, kann mit den Leuten über Arbeit reden, über Tagesstruktur, Klinik, kann mir selber guten Facharzt holen im Bethel. Das finde ich auch so ganz wichtig. So, wenn man alleine in der Praxis ist, dann ist man halt alleine und das Wissen veraltet schnell. Und wenn man in diesem Zusammenhang vom Bethel so arbeitet, hat man halt auch Zugriff halt zu dem aktuellen neuen Wissen, was weiß ich, Internistin Mara, die ich mal anrufe, oder die Psychiater in Gilead 4. Und das ist so etwas, was dann auch Spaß macht. Halt, man bleibt nicht stehen, nicht isoliert, sondern kann den Menschen an vielfältigen Stellen weiterhelfen. Und damit ist die Arbeit auch deutlich erfolgreicher, als wenn man sich nur auf die Medizin eigentlich beschränkt. Im Keller können die Besucher auch ihre Wäsche waschen und trocknen. Peter Freckmann zeigt uns, was es hier unten außerdem noch gibt. So, es gibt mehrere Leute, die auf der Straße liegen. Die haben so einzelne Spinden, wo sie ihre Wertsachen reinlegen können. Und hier ist der Kickerraum. Kickern mit dem Zivildienstleistenden ist ein weiteres Freizeitangebot der KAVA. Hier unten im Keller stört es niemanden, wenn es mal etwas lauter zugeht. Kickern ist Fußball und bei Fußball geht es eben Turbulenzen. Morgens und mittags gibt es Essen für wenig Geld. Für viele Gäste ist das Einzige, was sie am Tag essen. Nach der Mahlzeit ein Bier. Das wird in der KAVA ebenso wie Wein kontrolliert verkauft. Einmal in der Woche verlegt Barbara Kroll ihren Arbeitsplatz auf die Straße. Street Maid,
Eine mobile Arztpraxis soll die erreichen, die den Weg zum Arzt oder zum Sozialdienst scheuen. Manchmal kann auch von Zecken noch kommen, ne? Ihre Patienten wohnen oft unter freiem Himmel, bei jedem Wetter. Zu Alkohol- und Drogenproblemen kommen dann oft noch Rheuma und Rückenschmerzen. Ohne viel Aufhebens einen Arzt besuchen zu können, für viele ist das eine Chance. Ja, Sultanol hat es mir letzten zwei gegeben, oder mache ich noch was? Für das Knie hat er dir da Schmerztabletten gegeben? Ja. Ibuprofen? Diclac. Diclac. Da hast du auch. Barbara Koll druckt Rezept und Überweisungen an Fachärzte gleich im StreetMate aus und hofft, dass die Patienten sich auch an ihre Ratschläge halten. Ja. Bitte sehr. Auch beim Sozialdienst an der Viktoriastraße hält Barbara Koll regelmäßig Sprechstunden ab. Die neu eingerichteten Räume sind aber auch Anlaufstelle für Ratsuchende und Besucher des wöchentlichen 1-Euro-Frühstücks. Das Frühstück organisieren die Mitarbeiter und wohnungslose Menschen gemeinsam. Der Zivildienstleistende geht einkaufen, ein Besucher kümmert sich um frischen Kaffee und belegte Brötchen. Also es gibt schon einige Menschen, die hier hinkommen, die halt eher seltener essen und vor allem nicht regelmäßig essen. Das ist ein Angebot, was sich seit einigen Jahren so etabliert hat, dass wir so ein Frühstück anbieten, das auch durchaus mit einem versorgenden Charakter, dass wir also auch für das Frühstück weitestgehend sorgen. Es gibt einen Menschen, der dabei hilfreich ist, der das also sehr so zu seiner Sache gemacht hat. Ein richtiges Frühstück. Viele der Menschen, die am Mittwochmorgen hier sitzen, können sich so etwas normalerweise nicht leisten. Einige haben kein Zuhause, anderen fehlt schlicht das Geld. Das sind Probleme, mit denen wir es in der Zukunft viel häufiger zu tun haben werden, sagt uns Christian Kurschus. Die Armut unter der Bevölkerung wächst. Das merkt man hier beim Sozialdienst ganz besonders.